Mein Name ist Thorsten Eckert-Rose und wir stehen hier mit einigen Kollegen aus unserer Nachhaltigkeitsgruppe, weil wir Leute dazu bewegen wollen, mehr Rad zu fahren. Ja, der Klimawandel ist unbestreitbar da und wir finden, das ist ein unheimlich wichtiges Thema, wo wir einfach viel mehr Aufmerksamkeit drauf lenken müssen und wo wir viel mehr sensibilisieren müssen. Deswegen guerillamäßig verteilen wir heute hier Obst. Ja, wir brauchen wirklich völlig neues Mobilitätskonzept, weil die Autos entwickeln sich in Richtung autonomes Fahren. Das heißt, der Individualbesitz von Autos wird in Zukunft stark abnehmen. Wenn man sich anguckt, warum, macht natürlich auch überhaupt keinen Sinn, heute noch wirklich viele Autos in den Familien stehen zu haben, weil die stehen im Schnitt über 23 Stunden am Tag rum. Die belegen Flächen, wenn man mal bundesweit guckt, die sind so groß wie das Saarland, nur für Parkplätze. Wirklich schön sieht es nicht aus und funktional ist es auch nicht. Das heißt, wir brauchen wirklich neu gedachte Verkehrskonzepte, wo alle Verkehrsteilnehmer wirklich ineinander greifen, alle Verkehrsmittel wirklich gut aneinander angedockt sind. Zum einen einfach wirklich, um das Klima zu schützen und zum anderen auch, um die Städte wieder attraktiver zu machen, weil wenn man hier steht und man sieht, welchen Lärm die Autos verursachen, das macht einfach keinen Spaß. Und man braucht viel mehr breitere Radwege und eine animierende und einladende Fahrradinfrastruktur als ein Beispiel. Aber ich will mich gar nicht nur aufs Thema Fahrrad letztendlich fokussieren, sondern das Gleiche gilt letztendlich auch für Fußgänger oder für die E-Tretroller, die jetzt neu kommen. Wir brauchen einfach völlig neu gedachte Verkehrskonzepte. Ich glaube, dass die Innenstädte an sich schon ganz gut aufgestellt sind, weil ein guter Teil ist oft autofrei. Man muss jetzt sehen, dass man die Autos auch an den letzten Stellen noch so rausholt, dass es für die Bewohner der Innenstädte verträglich ist und die Innenstädte einfach nochmal eine Spur weit attraktiver macht. Auch da muss man einfach völlig neu denken. Da gibt es ja zumindest schon aus dem Güterverkehr erste Ansätze, dass beispielsweise Belieferung von Einzelhändlern mit Lastenrädern vorgenommen werden und nicht mehr mit Bullis. Das sind alles ganz gute Ansätze, aber da geht mit Sicherheit noch viel, viel mehr.